als ob nicht jede indigene Kultur, nicht jeder Stamm sein eigenes Heilwissen hat. Es ist ja genauso wie die Sprache. Es gibt nicht eine Sprache, die besser ist als wie eine andere. In jeder Kultur gibt es eine Vielfalt von Heilmethoden, die dem modernen Menschen helfen können, zu sich zu finden, sich zu entfalten, bewusster zu leben, gesünder zu sein. Мне нравится, что на этом конгрессе человек рассматривается целостно, как тело, личность и душа. Mir gefällt es, dass in diesem Kongress der Mensch ganzheitlich betrachtet wird als Körper, Persönlichkeit und Geist. Medizin heißt eigentlich übersetzt lateinisch in medium ducere, in die Mitte führen. Es ist, wenn ich länger in die Natur schaue und das betrachte, dann ist das Heilen, die Heilmittelerkenntnis eigentlich in Wahrheit eine Offenbarung. Man kann es nicht lernen. Man kann sich nur die Zeit nehmen, die Mühe nehmen, sich hinzusetzen, der Pflanze zu lauschen, ihr zu begegnen. Vor allem braucht man viel Zeit, echte Entschleunigung, viel, viel Zeit, Muße. Und dann fängt die Pflanze an zu sprechen. Es separa un sitio allá. Allá el sitio también tiene nombre. Por eso digo que nunca ellos han venido como sabían sitio sagrado. Ahí se para, se manda comunicación acá, lo que está sitio sagrado. Pensamiento. Se canta hasta allá. Y entonces su mensaje lo traen hasta ahí. Also an diesen heiligen Orten ist es in der Tat möglich, also Nachrichten zu empfangen und zu senden. Nicht unbedingt ist es so, dass diese Nachrichten danach aufgeschrieben werden. Es ist natürlich inzwischen viel Literatur auch entstanden über telepathische Kommunikation. Das ist eher der Bereich des sensiblen Empfangens von Nachrichten und Weitergebens, mehr auf dieser mündlichen oder auf dieser Ebene der Sensibilität als jetzt auf der Ebene, diese Nachrichten als feststehende Nachrichten in eine schriftliche Form zu bringen. Doch was haben wir inzwischen für ein Krankheitsverständnis? Wir haben uns sehr auch teilweise in diesen universitären Hallen quälen müssen mit der Einstellung und dem Krankheitsverständnis der Mediziner, die Reparaturmedizin postulieren und Symptomunterdrückung, die Antimittel geben, Antibiotika gegen das Leben übersetzt, Beta-Blocker, die ein duales Weltbild haben, wo Seele, Körper und Geist völlig getrennt sind und seit Descartes sogar der Mensch und der Organismus als Maschine betrachtet wird. Das ist unser derzeitiges schulmedizinisches Krankheitsverständnis. Und demgegenüber steht das Krankheitsverständnis der Heiler oder auch der Ärzte, die sich weiterentwickelt haben in Richtung ganzheitlicher Medizin. Für uns ist ein Symptom, eine Beschwerde, ein Heilhinweis, ein Rettungsversuch des Körpers aus irgendeiner seelischen oder körperlichen Notlage, wo es darum geht, die Ursachen der Erkrankung zu suchen, mit dem Patienten zusammen und nicht das Symptom zu unterdrücken oder das Teil zu reparieren. Das ist nur in wenigen Fällen sinnvoll. Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen Weltbild, also der Einheit von Seele, Körper und Geist. Welt, du Undurchsichtige, ich sehe dich. Вот такой воск. So, ja, haben wir gesagt. Die erste Blüte, Frühlingsblüte, gib dem Bösen. Was soll das? Ich habe nicht verstanden. Was heißt die erste Blüte, gib dem oder opfere dem Bösen, vielleicht so sollte ich sagen. Also was soll das, habe ich gedacht. Also das Böse geht da, wo ist das, wo, was, wo, weh, an wen wende ich mich da, wo ist das? Что первый цвет весны? Что первый цветы собрать и отдать зло, а где оно ходит?
Was soll das, die erste Frühlingsblüte? Was ist das für eine Blüte oder eine Blume oder was? Soll ich die pflücken und diesem Bösen irgendwelche Erscheinung oder was ist das Wesen oder was das Böse dem Opfer oder dem schenke? Aber da kam ich dahinter, was das bedeuten sollte. Ich würde Ihnen das als Aufgabe jetzt vielleicht, sollten Sie nachdenken und selber das lösen, aber ich sage schon die Antwort, zu der ich gekommen bin. Действительно, живут два соседа. У тебя уже клубника есть, у меня еще нет. И хорошие два соседа появляются зависть и вражество. Sagen wir, zwei Nachbarn, du hast schon Erdbeeren, ich noch keine. Zwei gute Nachbarn, die sich gut verstanden haben, kommt plötzlich Eifersucht oder Neid auf. Wir sind zwei Freunde, Kumpels, du hast schon ein Mädchen, ich noch keins. Im Wettkampf hast du den Pokal bekommen, ich habe den zweiten Platz eingenommen. Also die erste Blüte des Frühlings, die erste Frühlingsblüte, gib an das Böse ab, oder? Gib es, schenk es dem Bösen, oder? Verstehen Sie das? Und du? Wir sollten mal ein bisschen gehen zu den Wurzeln. Auf jeden Fall zu begegnen, den Ursprung. Diese Worte leider haben große Abgrenzungen. Wenn wir sprechen wegen Liebe, es ist so eine vielfältige Form, dass wir Menschen haben, dass manchmal wir in Bezug auf eine Person haben, in Bezug auf eine Situation. Wenn wir sprechen wegen Liebe, das ist für uns ein Thema, das hat mit alles zu tun. Es ist für uns ein Thema, das hat mit dieser unsichtbaren Kraft, das hat mal euch hierher gebracht und wir auch. Ist diese universelle Kraft, das hat uns alle hierher gebracht, jede Blume gezeichnet, jede Wolke. Es ist sehr wichtig, wenn wir sprechen wegen Heilung, dass wir verstehen die Struktur von der Natur und die unkomplizierte Form, die sie hat. Alles so genau strukturiert, alles so genau platziert für eine bestimmte es weg zum Erfüllen. Das ist unsere weitere Entwicklung. In diese Lernen, in diese Machen, in diese Tanzen. Wir haben Formen bei uns in der Familie, das auszudrücken. Diese Heilungsrituale durch unsere Tänzen, uns zu verbinden mit dem Alles, mit ihm. Egal, so wie wir wollen ihn nennen, mit den Bäumen, mit den Wolken, mit dem Himmel, mit dem Kosmos. Mach, was dir deine Seele vorsagt. Wenn du das nicht machst, verwünschen dich die Menschen. Aber du solltest wissen, wenn du das machst, werden sie dich sowieso verwünschen. Also demnach, mach das, was dir deine Seele sagt. Ich wünsche mir also von allen Akteuren im Gesundheitswesen ein Aufeinanderzugehen, ein respektvolles, ein neugieriges, das was Wissenschaft eigentlich ist, ein neugieriges Aufeinanderzugehen, auch den Blickwinkel weit zu machen für die Dinge, die nicht gerade statistisch messbar sind, aber die in unserer Welt auch eine Rolle spielen. Ja, vielen Dank.